So Leute, Summons am Morgen, Naruto Blazing Version. ja, machen wir einfach mal. Blazing ist ja gerade quasi 2-Jahres-Jubiläum. Die Charaktere haben mich schon gehypt. Ich nenne sie einfach mal Ele Sasuke und Ele Naruto. Bin ja so ein Sasuke-Fanboy und da gibt es jetzt Daily. Kann man einen Multi raushauen, deswegen wollten das paar von euch sehen. Ich bin auch dabei. Wie gesagt, ich bin auch schon ein Hype auf jeden Fall. Ich selbst spiele zwar kein Blazing, aber so. Ich sammle jetzt am Morgen Blazing Edition, bin ich dabei. Klatscht dann quasi als Intro vor den Videos. Ey, Sakura. Vor den Videos, und dann könnt ihr das quasi sehen, wie meine Daily Summons ablaufen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem viel Glück, die da Blazing spielen. Oh, lol, nur ein SSR oder Gold Charakter, whatever. Oh, direkt der erste. Ja, viel Glück auf jeden Fall jedem, der das summont. Wie gesagt, ich hau die Dailies raus und präsentiere sie euch mal ab und zu, damit ihr das auch seht. Und wir fangen an mit. GG. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Ohne Dragon Ball Legends gab es ein Update eigentlich. Ja, Versionsupdate, das die neueste Version ist jetzt 1.12.0 des Games Dragon Ball Legends. Unter anderem kamen sehr viele neue Sachen hinzu. Ein neues Banner haben wir, ihr seht schon, mit Super Saiyan Buff Trunks und Super Vegeta. Wir gucken uns natürlich alles detaillierter an, fangen aber von unten an. Gucken wir mal, was da neu hinzukam. Und genau. So, es gibt nämlich Neuerungen. Es gibt nämlich Neuerungen an den Trainingsgebieten, in den Trainingsgebieten, um es besser zu sagen. Nämlich, da wurden die Items angepasst. Jetzt haben die Items Levelbeschränkungen. Was heißt das? Wenn wir uns das erste Item hier ansehen, dann steht da dran, Gewicht fürs Training 100 Kilogramm hat eine Levelbeschränkung von 300. Heißt, ihr könnt, beziehungsweise Charaktere von Level 1 bis 299 können dieses Trainings, das Trainings-Item hier nur noch benutzen. Geht hoch quasi, ihr könnt mal sehen, bei welchen Items die Levelbeschränkung ist. Bei den Milchflaschen ist zum Beispiel 1000, heißt Charaktere von 600 bis 999 können dieses Item benutzen. Über 1000 brauchen wir dann die 10-fache Schwerkraftvorrichtung, Brennstoff. Und ja, mag zuerst ein bisschen schlecht klingen, aber das Gute daran ist, es gab quasi, es wurde gebalanced. Heißt, an sich, overall, um es kurz zu sagen, bekommt man mehr Erfahrung an Trainings-Items, beziehungsweise wenn man einen Charakter trainiert. Finde ich gut, weil es war schon hartnäckig, mit Training-Items die Charaktere zu trainieren. Man hat da gewisse, entweder die Cyman-Stage benutzt öfters mehr, oder auch letztens bei Double Experience 156 war das in dem Kapitel. Aber anyway, jetzt wird das Ganze gebalanced, sage ich mal. Es gibt Levelbeschränkungen für gewisse Items, könnt ihr euch gerne ansehen, welche Items welche Beschränkungen haben. Und overall im Schnitt bekommt man jetzt mehr Erfahrung durchs Trainieren. Finde ich in Ordnung, finde ich gut. Dann gab es quasi ja das Versionsupdate, was kam hinzu. Wie gesagt, 1.12.0 ist die neueste Version. Wir haben Kapitel 3 von der Story. Kapitel 3 normal wurde hinzugefügt. Könnt ihr euch auf jeden Fall da an der Stelle hier Kristalle erfarmen. An sich mit dem neuen Update könnt ihr euch grob bis zu 2000 Kristalle erfarmen. Wir gucken uns gleich an, wie und wo. Erste Teil natürlich aus den neuen Story-Kapiteln. Dann. Also insgesamt 2000 Kristalle, ja, nicht aus dem Story-Kapitel hier 2000, sondern insgesamt, was Mission reinkam. Aber gucken wir uns gleich genau an. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, was ist jetzt los? Es gibt neue Aufträge, beziehungsweise eine neue Schwierigkeitsstufe von Abenteueraufträgen. Das ist Z1. Diese droppen aus dem Ranked, aus dem momentanen Ranked-Season. Und es hat auch eine neue Ranked-Season, PvP-Season angefangen. Genau, ansonsten gab es ein paar, UI-Interface-Anpassungen, Bildschirm mit der Seelenübersicht wurde verbessert, sodass von der Seelendetails direkt zum Ortkreis werden kann, wo man die Seele erhält. Heißt, wenn ihr eine Seele braucht, klickt ihr darauf auf die Details und dann schickt es euch direkt dahin, wo ihr die bekommen könnt. Macht die Stage an, dann könnt ihr das Ganze erfahren. Dann gibt es jetzt mehrere Belohnungen. Also, ja, das finde ich gut. Es war ja immer so, wenn ihr mehrere Missionen abgeschlossen habt, dann habt ihr zwar auf alles einsammeln geklickt, aber ihr habt nacheinander alles eingesammelt. Jetzt wird alles auf einmal eingesammelt, dann steht da dran, zum Beispiel drei Missionen eingesammelt, etc. Finde ich geil, finde ich in Ordnung. Geht schneller. Ist auf jeden Fall besser. Und ja, Stimmen einigen Charakteren wurden verändert und die erhaltenen Rangpunkte bei Kämpfen gegen Geistesspieler, also gegen Bots in Ranglistenmatch, wurden angepasst. Alles klar. Dann gab es ein paar Bugfixes, könnt ihr euch auch gerne da in dem Screen ansehen. Neuer Scoutkampf hat angefangen, Scoutkampf zu Vegeta, wenn ihr das Scoutkampf aktiviert. Alles klar. Wenn ihr den Scoutkampf betretet, wenn ihr es möchtet. Dann bekommt ihr Vegeta an der Stelle, Siegkraft von Vegeta, X-Stream Vegeta, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ist neuer Scoutkampf, warum nicht? Haben ein bisschen was zu tun, sollten auch ein paar Medals bzw. Kristalle droppen hier an der Stelle. Gut, sind der Ranked Season, PvP Season Nummer 7 hat angefangen, hier droppt auch unser Boy X-Stream Vegeta an der Stelle durch die ja, Belohnungen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass solche Charaktere, beziehungsweise vor allem die Ausrüstungen, die neuen Ausrüstungen zu jeder Season hinzukommen, die neueste Ausrüstung, Goldausrüstung, ist hier rätselhaft, junger Mann. Die droppen erst ab Kampfrang 20, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich spreche jetzt von den Ausrüstungen. Die Charaktere, bin ich mir gerade unsicher, könnten auch davor schon droppen. Aber ich rede hier von Ranglistenkämpfen.
Genau, also falls ihr euch wundert, ey, ich bekomme die gar nicht, die sind bei mir nie gedroppt, die Ausrüstungen ab 20. Ab 20 sind die bei mir immer gedroppt. Und hier, das soll ich euch zeigen, nämlich immer wenn die Season anfängt, neue Season reinkommt, gibt es Missionen, finde ich sehr cool. Und durch diese Mission könnt ihr euch 1000 Zeitkristalle erholen. Das meinte ich, also aus den Missionen, den neuen Missionen des PvP-Season, der PvP-Season 7, könnt ihr euch bis zu 1000 Kristalle holen, unter anderem Zenny etc. etc. Und ansonsten die restlichen, so grob 1000, sollte man aus den neuen Story bekommen, aus dem Nappa-Event, was ihr noch nicht gemacht habt. Kam zwar nicht rein, aber die letzten Tage. Und so, deswegen schätzt 1000 hat man auf jeden Fall mindestens 1,5, 2000 könnt ihr euch da erfarmen. Warum sollte man sich was erfarmen? Ha, jetzt ist neues Banner. Ein neues Banner mit Sparking Vegeta und Super Saiyan Buff Trunks hier an der Stelle. Wenn ihr Mutti-Sum macht beim Banner, können wir uns gleich gerne die Täter ansehen. Dann bekommt ihr schon mal hier silberne Glocken. Das sind Trainingsgegenstände ohne Limitbegrenzung oder Levelbegrenzung, besser gesagt. Heißt ja, pro Mutti-Sum gibt's die Items. Nicht schlecht. 10 Stück davon kann man mitnehmen. Aber unser Boy Sparking Vegeta ist so ein Element. Gelb, Fernangriffstyp. Spezialattacke ist Final Flash, enorm Schockschaden und Gegner allein 10% mehr Schaden von Fernangriff. Seine Hauptfähigkeit ist, ich bin Super Vegeta. Wir ziehen als nächste Finalangriffkarte Letzte Jagd. Ist eine zweite Ulti an der Stelle. Und Letzte Jagd fügt hier an der Stelle auch enorm Schockschaden zu. Aber bei Treffer regenerieren wir unsere Ki um 30% für 10 Sekunden. Krank, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Die zwei Jungs haben es vor allem in sich, also man sollte nicht unterschätzen, werden wir gleich sehen. Super Attacke von ihm ist, wenn wir die grüne Karte einsammeln, dass der Fernschaden um 15% hochgeht und die Kosten für Fernangriffe, also die Karten werden um 5 gesenkt für 10 Sekunden. Unser Schaden ist für 15 Sekunden wird angehalten. Siehfähigkeit, der erste seiner Art, ergibt nämlich Super Saiyans. Charaktere mit dem Tag Super Saiyan, hier sehen wir natürlich die Siehfähigkeit 3 an, 24% auf Basis Fernangriff und kritischen Schaden. GG, Super Saiyan Tag. I love it. Geil, geil, richtig geil. Also das Saiyan Team ist wirklich hier on point auf jeden Fall. Seine einzigartige Fähigkeit, er hat zwei erste Stolzfernangriff ab. Sein Fernangriff, das ist geil, steigt, je länger er im Kampf ist. Je länger er, also nach Kampfeintritt, im Kampf auch bleibt. Wenn er quasi aktiv im Kampf ist. Nicht, wenn man ihn auswechselt, sondern wenn er aktiv im Kampf ist, ab, dann zählt die Zeit. Und wenn wir bis zu 15 Sekunden erreichen, kommen wir auf 70% Fernschaden ab. Also auf einen Boost von 70%. Erst 5 Sekunden sind 40%, beziehungsweise nach 5 Zeiteinheiten, nach 10 sind 60, nach 15 sind 70. Richtig geil. Und da steht es auch dran. Charakterwechsel setzt den Effekt zurück. Dann haben wir noch die zweite einzigartige Fähigkeit, nämlich Fernverteidigung Down. Jedes Mal, wenn er reinkommt, wenn er ein aktiver Kämpfer ist, gibt er den Gegner einen Debuff, nämlich auf seine Fernverteidigung bzw. Schaden von Fernangriffen geht um 20% hoch gegen den Gegner. Also, ihr merkt schon, Super Vegeta rein, drinnen laschen, eskalieren, Gegner debuffen, GG. Also sein, aber was am geilsten finde ich von ihm, sein Super Saiyan Tag. Weil vor allem er ist von Gelb-Typus, Element Gelb. Heißt, man kann den Super Saiyan Herzvirus Goku mitnehmen als Supporter zum Beispiel für ihn. Insane. Oder mit beiden spielen, je nachdem, weil Goku ist ja auch ein Super Saiyan, also bekommt auch seinen Super Saiyan Tag. Das ist das Geile. Unter anderem war ein kleines Beispiel von vielen, was man mit ihm machen kann, Sachen Teambild. Dann haben wir noch einen Sparking Super Saiyan Buff Trunks oder wie wir ihn einfach hier nennen, Super Trunks. Er ist ein Schlagangriffstyp von Element Grün. Buster Kanone ist eine Spezialattacke, macht enorm Explosionsschaden und der Gegner hat 10% mehr Schaden von Schlagangriffen. Seine Hauptfähigkeit ist tatsächliche Kraft. Sein Schlagschaden, also wenn wir die Hauptfähigkeit aktivieren, geht sein Schlagschaden um 75% hoch für 10 Sekunden. 75%. Aber da muss natürlich ein Manko sein, nämlich die Kosten für seine Schlagangriffe gehen hoch, nicht runter. Sie gehen um 10 hoch für 15 Zeiteinheiten und sein Dodgen, seine Verschwindenleiste ebenso. Also der Junge ist einfach nur da, kann sich kaum bewegen, aber er kann zuschlagen, um es einfach zu sagen. Seine Regenerationsgeschwindigkeit hier an der Stelle geht auch um 50% runter. Also ihr merkt schon, wenn ihr seine Hauptfläche aktiviert, dann müsst ihr den Gegner einfach nur bomben. Was anderes bei euch nicht übrig, ihr macht auf jeden Fall sehr viel Schaden, aber wir haben hier 75%, die auf seinen Schlagschaden gehen. Alright, seine Superattacke ist, wenn die grüne Karte einsammelt, Key, Freikarte, Angriff, dann Schlagschaden geht um 15% hoch für 15 Zeiteinheiten und bei Schlagangriff Treffer haben wir eine Chance, den Gegner um 10%ige Chance, den Gegner in Ohnmacht zu versetzen mit unseren Schlagangriffen. Das für 10 Sekunden. Das ist nice, das ist auf jeden Fall nice. Siehfähigkeit auf Stufe 3 ergibt Halb Saiyans 24% auf seinen Basis-Schlagangriff und eine kritische Rate. Ansonsten haben wir auch zwei einzigartige Fähigkeiten, Schlagverteidigung Down. Jedes Mal, also bei Betreten des Kampfes, gibt es für den Gegner wieder einen Debuff und dieser ist hier, der Schaden von Schlagangriff geht um 20% hoch an den Gegner. Also senken wir im Prinzip seine Schlagverteidigung. Zweite einzigartige Fähigkeit ist ja an der Stelle Rache Vegeta. Wenn unser Verbündete-Charakter namens Vegeta kampfunfähig ist, steigt seine Ki-Regeneration um 30%. Ist auf jeden Fall solide. Dann haben wir ansonsten noch, switch mal rüber hier, was noch gibt, und zwar
Im Banner selbst quasi haben wir nämlich das Banner, ist Super Saiyan-lastig. Wir haben hier fast alle Super Saiyans drin. Wir haben den neuen Super Vegeta, Super Trunks. Wir haben den Element Rot Vegeta, Element Super Saiyan Goku Rot und Trunks Rot. Und ihr seht schon, extra gibt es bei den Multis, haben wie gesagt die Glocken an der Stelle. Ansonsten lassen die zwei Units, Freunde, so viel mehr gibt es zu ihnen nicht zu sagen. Wir haben unseren Super Vegeta. Bin echt gespannt, was seine Animation ist. Wir werden natürlich für sie summon. Wir haben einen neuen Extreme C17. Könnt ihr auch gerne mal kurz an den Siegfeld ansehen. Er gibt Element Rot. Basis an Fernangriff und Verteidigung um 22 erhöhte sie. Ansonsten das quasi, ja, die neuen drei Charaktere, die reinkamen. So sieht das Banner aus, meine Freunde. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück, wenn ihr das sammelt. Wir werden die Tage auch noch sammeln. Zumal wir noch bei Bardock sammeln müssen. Sein Banner geht noch 11 Tage. Den wollen wir auch auf jeden Fall. Aber ansonsten wäre es alle Informationen dazu. Wir sehen uns dann auf jeden Fall die Tage. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Halt euch das. Hype euch, Super Vegeta und Super Trunks. Behaltet im Hinterkopf, in den 4-Jump-Scans wurde gelegt, ab September kommt noch Sparking Cell, heißt, falls ihr Kristalle sparen wollt. Ich werde auf jeden Fall sammeln, ich werde auf jeden Fall versuchen, hier natürlich unser Boy Vegeta zu ziehen. Ich wünsche euch bis dann, wie gesagt, eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace.